Hallo liebe Freunde der Neugier, verkleidest du dich eigentlich zu Karneval bzw. Fasching bzw. Fastnacht? Bald ist es ja wieder soweit und ich stelle mir heute mal die Frage, warum feiert man das eigentlich? Los geht's! Menschen haben schon immer ausgelassene Feste gefeiert. Im alten Griechenland war das zu Ehren des Gottes Dionysos, der für Wein und ausgelassene Stimmung stand. In Ägypten war es zu Ehren der Göttin Isis. Auch bei den Kelten wurde wild gefeiert. Und daher ist Fasching quasi in einer langen Tradition ausschweifender Feste. Dabei ist Karneval eigentlich eher eine katholische Tradition. Im Mittelalter gab es das sogenannte Narrenfest, das Anfang Januar gefeiert wurde. Und da haben Geistliche niederen Ranges den Rang eines höheren Geistlichen übernommen. Und so dann so ein bisschen die kirchliche Tradition parodiert. Und dann gab es natürlich auch Prozessionen. Daher kommen wahrscheinlich auch die Karnevalsumzüge. Der heutige Karneval ist allerdings eher eine Vermischung vieler Traditionen. Einmal dieser ganz alten Tradition, dann mittelalterliche Tradition und auch ein bisschen die Maskenbälle, die vom Adel im Barock veranstaltet wurden. Im Laufe der Zeit gab es also immer wieder große ausschweifende Feste, die regelmäßig abgehalten wurden. Die wurden dann aber zwischenzeitlich immer wieder auch mal verboten, weil es dann zu krass wurde. Die Leute haben gesoffen und dann gab es Ausschreitungen. Und dann wurden sie wieder eingeführt und dann wieder verboten und so weiter. Und irgendwann wollte man eben was gegen diese Ausschreitung machen und hat Soldaten abgestellt, die aufpassen sollten. Das waren dann die sogenannten Funken und daher kommen auch die Funkenmariechen. Letztendlich ist der heutige Karneval aber eher auf die Fastenzeit zu Ostern zurückzuführen. Denn 40 Tage vor Ostern soll ja gefastet werden, bis dann an Ostern die Fastenzeit zu Ende ist. Und bevor man sich quasi jetzt über einen Monat diesem Fasten hingibt, will man nochmal ordentlich auf die Kacke hauen, sozusagen. Und deswegen gibt es ein rauschendes Fest und das ist eben unser Karneval. Jetzt fragt man sich natürlich, aber der fängt doch eigentlich auch schon am 11.11. an. Woher kommt das denn jetzt? Und das kommt eigentlich daher, weil es vor Weihnachten eigentlich früher eine ähnliche Fastenzeit gab. Und deswegen startet Karneval auch vor dieser Weihnachtsfastenzeit, führt sich dann weiter, weil natürlich auch heutzutage viel vorbereitet werden muss, die ganzen Umzugswagen und sowas. Dann gibt es die ganzen Büttenreden und deswegen gibt es heute nur noch den großen Karneval im Februar. Köln und Mainz sind dabei so ein bisschen die Karnevalshochburgen. Und je nach Region wird dieses Fest eben Karneval, Fasching oder Fastnacht genannt. Aber warum gibt es jetzt diese unterschiedlichen Begriffe dafür? Fastnacht ist dabei relativ leicht herzuleiten, denn es ist quasi die Nacht, bevor das Fasten beginnt. Bei Fasching verhält es sich so ein bisschen ähnlich. Das lässt sich nämlich auf Faschang zurückführen, was so viel wie bedeutet der letzte Ausschank vor der Fastenzeit. Also man hebt nochmal ordentlich einen Humpen Bier, bevor man dann darauf verzichten muss. Und Karneval kommt vom lateinischen carne levare, was so viel bedeutet wie Fleisch wegnehmen, denn während der Fastenzeit sollte man eben auch auf Fleisch verzichten. Und auch ganz interessante Geschichten verbirgen sich hinter dem Kölner Alaaf und dem Mainzer Helau. Auch da gibt es relativ viele verschiedene Deutungsmöglichkeiten, weil das einfach über Jahrhunderte gewachsen ist und nie mehr genau weiß, wo kam das jetzt her. Aber die gängigste Herleitung ist eigentlich, dass Alaaf sowas wie alles weg bedeutet. Und das ist eigentlich ein Trinkspruch, wenn man das Glas hebt und sagt, komm, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und hau das Bier weg. Und deswegen, weil natürlich zu Fasching und Karneval und sowas viel getrunken wird, sagt man quasi Kölner Alaaf. Und es gibt eine Legende, die erklärt, wo eigentlich das Helau herkommt. Und das begründet sich so ein bisschen aus einer gewissen Rivalität zwischen Mainz und Köln. Denn um 1259 hat Köln das sogenannte Stapelrecht eingeführt. Das bedeutet, alle Händler bzw. alle Schiffe und die Waren transportiert haben, mussten 2 Tage lang in Köln ihre Ware zum Angebot quasi feilbieten, damit die Kölner die Möglichkeit hatten, diese Waren zu kaufen, bevor die Händler weiterzogen. Es war so eine Art Zollgebühr. Und dann gibt es die Legende eines Mainzer Kaufmanns, der mit seinem Schiff den Rhein entlang fuhr und dann natürlich auch in Köln vorbeikam, wo es eine große Blockade gab, um eben dieses Stapelrecht durchzusetzen. Und dann wurde er aufgefordert, mit Alaaf alle seine Waren abzuladen. Also Alaaf hieß in dem Fall alles abladen. Aber er entgegnete darauf, ich will Helau fahren, was so viel bedeuten soll, ich will jetzt hier durchfahren. Und mit ein bisschen Waffengewalt hat er das dann wohl auch geschafft. Und deswegen gibt es quasi diese 2 Sprüche, das ist eine Legende. Aber wo es jetzt
hundertprozentig gesichert herkam, weiß natürlich niemand. Aber deswegen sagt man in Mainz Hello und in Köln Alaf. Mich würde mal interessieren, ob ihr denn eigentlich auch Fasching feiert, ob ihr euch verkleidet, ob ihr vielleicht auf irgendwelche Feste geht, auf Faschingsfeste. Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr jetzt ein bisschen schlauer seid, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, Göllalaf und Mainz Hello, euer Schlaumacher.